Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich euch natürlich wieder alle DM-Neuheiten dieses Monats zeigen. Es ist wie immer eine super schöne bunte Mischung, ihr könnt euch auf einiges freuen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir diese Frage hier noch in den Kommentaren beantwortet. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Übrigens, weil ich gestern erst wieder meine Statistiken gecheckt habe und gesehen habe, dass mittlerweile die Nutzer und Nutzerinnen ohne Abo hier wieder Überhand gewonnen haben. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, wenn ihr meine Inhalte eh schaut, würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mich auch abonniert. Checkt gerne einmal ab, ob ihr es getan habt. Ich weiß, einige von euch haben das ja auch gar nicht bemerkt, zum Beispiel, dass sie mich neulich abonniert haben. Ich freue mich riesig darüber. Für euch ist es sowieso kostenlos und wenn ihr meine Inhalte eh schaut, lohnt sich das ja eigentlich. Wir starten mit Neuheiten von Alverde. Hier seht ihr die erste, eine Cremeseife mit Shea Butter und Mandelmilch, die speziell für empfindliche Haut geeignet ist. Außerdem ist wieder eine winterliche Pflegeduschen-Edition erhältlich mit Rooibos und Vanille. Und damit kommen wir auch schon direkt zu Balea. Die haben einen Hitzeschutz rausgebracht, der vor allem Proteine und Keratin enthält. Er ist silikonfrei, eignet sich jedoch nicht, wenn ihr jetzt Olaplex benutzt, weil da eben Keratine enthalten sind. Außerdem gibt es eine neue Gelmaske für die Lippen mit Hyaluron und Mandelöl und zwei neue Crememasken fürs Gesicht. Die habe ich euch auch bereits in einem Testvideo gezeigt. Das hier ist die erste Variante, die fruchtig-schokoladig duftet. Sie enthält auch Kakaobutter und Granatapfel, ist für jeden Hauttypen geeignet. Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ich fand sie sehr brennend auf der Haut. Genauso wie diese Maske hier, auch eine Crememaske, die allerdings sehr, sehr toll roch, also wirklich schön nach Vanille, enthält zusätzlich Mandelöl und ist auch für jede Haut geeignet. Die Cremeseife von Balea, die vor kurzem erst gelauncht wurde mit weißem Lotus und Macadamia, gibt es jetzt auch in der Nachfüllpackung. Und auch für das Shampoo aus der Natural Beauty Reihe mit Kokosmilch und Hibiskusextrakt ist jetzt eine Nachfüllversion erhältlich. Zudem habe ich eine neue Pflegedusche finden können mit Pflaumen- und Mandelduft. Klingt sehr vielversprechend. Und auch im Haarpflegesortiment hat sich ein bisschen was getan, denn da ist jetzt eine neue Reihe von Balea Professional eingezogen. Diese Reihe ist vor allem für chemisch behandelte Haare gedacht und soll so kleine Lücken in der Haarstruktur aufbauen können oder füllen können. Diesen Effekt hat aber beispielsweise auch Panthenol in der Haarpflege. Also nicht zu hoch bewerten, wirklich reparieren können solche Produkte eure Haare nicht. Die Formulierung sieht eigentlich schon ganz spannend aus. Also er enthält vor allem viele Proteine. Auch Keratine ist hier wieder drin, allerdings auch Silikonersatzstoffe. Beim Shampoo finde ich es nicht so toll, muss ich sagen. Bei der dazugehörigen Spülung ist es in Ordnung. Auch ein paar Sets habe ich euch zusammengesucht. Die sahen nämlich super spannend aus und es sind einfach ganz neue Produkte auch in diesen Sets enthalten. Wir sehen hier einmal eins mit Cremedusche, Handcreme und Bodylotion. Soll alles nussig warm nach Vanille duften. Dieses Set habt ihr vermutlich schon in meinem Reel gesehen auf Instagram. Hat einen Chai-Ingwer-Duft und enthält Bodylotion, Handcreme und Duschgel. Das hier wiederum ist ein Set bestehend aus Duschpeeling, Badesalz und Bodylotion. Riecht eher blumig, enthält Rosenwasser. Und dieses hier ist mit ätherischem Lavendelöl versetzt, beziehungsweise Allantoin und Panthenol kann man finden. Und enthält auch wieder Handcreme, Bodylotion und Duschgel. Oh ja, von B-Routine gibt es zwei super interessante Badezusätze zu kaufen. Badetafeln nennen sie diese. Einmal mit dem Duft von Vanille und dann einmal noch mit dem Duft von Cookies, Marshmallows und Zuckerstreuseln. Schon allein das Design ist hier wirklich gelungen. Diese Haarmaskenkappen kennt ihr vielleicht schon. Also das ist ein 2-in-1-Produkt sozusagen, bestehend aus Haarkappe und Haarmaske. Die Variante soll vor allem für Feuchtigkeit in den Haaren sorgen. Auch DM Bio hat ein paar spannende Sachen rausgebracht. Wir fangen mal an mit dieser Neuheit hier. Das ist ein Eiersalat, ein veganer Eiersalat, bestehend aus Nudeln und Kichererbsen. Dann könnt ihr außerdem schokolierte Himbeeren finden. Klingt schon wieder super. Also die enthalten jetzt zart oder die Himbeeren sind von Zartbitterschokolade ummantelt. Und auch ein neuer Tee ist erhältlich. Auch den habt ihr vielleicht im Reel gesehen. Soll fruchtig, süß, würzig schmecken. Auch von Darf gibt es 2-in-1-Produkte zu kaufen. Es sind Produkte, die für die Badewanne geeignet sind, aber auch als Duschgel. Die Glow-Variante riecht nach Orange und Rhabarber und enthält außerdem Niacinamide. Und diese hier riecht nach Hibiskus und ist mit Peptiden angereichert. Von der Eigenmarke von DM, Ivorel, wenn ich es richtig ausspreche, gibt es ja neue Brausetabletten zu kaufen. Die sollen dem Wasser zum einen Geschmack verleihen, aber auch in diesem Fall hier zum Beispiel für Energie sorgen. Also die Brausetabletten schmecken jetzt nach Litchi und Maracuja. Die hier sollen das Immunsystem ein bisschen stärken,
ja, haben unter anderem einen Geschmack von Minze und Holunderbeeren und die sollen einen so ein bisschen entspannen und schmecken nach Zitronen und Zitronenmelisse. Auch diese neue Haarpflegemarke fandet ihr in meinem Instagram Reel schon richtig interessant. Dazu habe ich schon ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Also die Marke heißt auch Christine S., ist auf Aufstellern vor allem zu finden aktuell. Und starten wir da auch direkt mit der ersten Reihe. Das ist einmal ein sanftes Shampoo und ein passender sanfter Conditioner. Beide sollen Feuchtigkeit spenden und Glanz verleihen. Bezüglich des ganzen Sortiments hier von Christine S. kann ich euch sagen, dass alle Produkte oder fast alle zumindest Silikonersatzstoffe oder Silikone enthalten. Einige sind außerdem sehr, sehr stark parfümiert. Da findet man die Parfümierung auch sehr, sehr weit oben in der Inhaltsstoffliste. Und einige enthalten auch noch eine recht hohe Konzentration an austrocknendem Alkohol. Muss man so ein bisschen gucken, wie man damit klarkommt. Die Shampoos sind auch alle sehr, sehr mild formuliert. Das sollte man vielleicht wissen. Aber manche Produkte haben schon ganz spannende Formulierungen auch. Hier sehen wir zum Beispiel noch einen Leave-In-Conditioner, der auch für Glanz und Entwirrung sorgen soll. Ein Kopfhaut Peeling ist erhältlich, aber auch ein Kopfhaut-Micellen-Shampoo. Ihr könnt ein Volumenmousse finden mit Lifting-Effekt. Außerdem ein Shampoo, was kräftig schäumen soll und der passende Conditioner dazu, der schwerelos für Feuchtigkeit sorgt. Eine wiederaufbauende Feuchtigkeitsmaske ist erhältlich. Außerdem noch ein Silber-Shampoo und einige Sprays. Einmal für Beach Waves, dann eins für Textur und eins für Volumen. Aber auch ein Trockenshampoo könnt ihr beispielsweise finden. Auch von Manhattan ist ein 2-in-1 Produkt erhältlich, und zwar ein Make-up in Puder, beziehungsweise also eine Foundation, eine Puder-Foundation, so. Soll den ganzen Tag überhalten, gibt es auch in mehreren Nuancen. Doch das war es ja noch nicht mit 2-in-1 Produkten. Auch von Nature Box kann ich euch gleich noch das nächste zeigen. Das ist eine Dusche mit Massageeffekt. Also eine feste Dusche, die für Feuchtigkeit sorgt und Kokosduft enthält. Und auch eine Limited Edition könnt ihr finden. Das ist eine Sprühpflege, die einen Anti-Frizz-Effekt hat. Ah ja, das haben bestimmt auch einige schon von euch mitbekommen. Auch Nihan hat wieder das Parfüm- bzw. Haarparfüm-Sortiment aufgestockt. Es gibt, wie gesagt, einmal ein neues Haarparfüm und auch das passende Parfüm zu kaufen. Beide Produkte sollen wieder so süß orientalisch duften und sie vereinen ja Duftrichtungen wie Mandel, Kaffee und Kakao. Von Nivea seht ihr hier ein neues Serum, ein konzentriertes Serum mit Folsäure und Hyaluronsäure. Es soll straffen, genauso wie diese Lippen- und Augenpflege, schon wieder ein 2-in-1-Produkt. Soll auch für eine straffere Augen- und Lippenkontur sorgen. Hier sehen wir dann noch eine Bodylotion mit Lemongrass und Sesamöl. Und auch eine komplett neue Reihe ist erhältlich. Das ist eine Reihe, die wirklich spannend formuliert ist. Also sie enthält Salicylsäure, das ist BHA, und Niacinamide. Alle Produkte dieser Reihe sind nur mild parfümiert, enthalten keine deklarationspflichtigen Duftstoffe. Das hier ist ein Peeling aus der Reihe, was man wohl 2 bis 3 Mal die Woche anwenden soll. Aber auch ein Peeling-Serum gehört dazu. Hier ist jetzt eine Konzentration von 8% Salicylsäure und Glykolsäure sogar angegeben. Also Glykolsäure ist auch nochmal AHA. Das heißt, wir haben hier eine Kombination aus AHA und BHA. Ich persönlich mag es immer nicht so, wenn die Konzentration so zusammengefasst ist und man jetzt nicht genau weiß, zu wie viel Prozent AHA, zu wie viel Prozent BHA enthalten ist. Aber dadurch, dass die Produkte jetzt auch alle für die tägliche Anwendung geeignet sind, wird der pH-Wert vermutlich auch nicht besonders niedrig sein und die werden jetzt auch alle nicht so sonderlich stark peelen. Aber man soll ja die ersten Ergebnisse schon nach 7 Tagen sehen. Das prüfe ich doch bestimmt mit euch. Auch ein Gesichtswasser gehört noch zu der Reihe dazu, genauso wie dieses Waschgel hier. Hier seht ihr eine Creme von No Cosmetics, die die Hautbarriere unterstützen und stärken soll. Sie ist mit einem 5-fach-Ceramidkomplex angereichert. Auch diese Gummibärchen von Not Guilty wollte ich euch gerne noch zeigen. Es sind Gummibärchen mit Vitamin C, sie sind vegan. Von Urinique gibt es nicht mehr länger nur Badezusätze und Duschgel-Varianten, sondern auch Cremeseifen. Das hier ist die Santorini-Variante mit Zitronenverbene und Pinie. Und auch Thailand gibt es nun als Pflegeseife zu kaufen mit Orangenblüte und Bambus. Die Marke Oh Yes kennt ihr sicherlich auch. Die bringen vor allem Lippenpflegestifte raus und haben jetzt eine Version für empfindliche Haut gelauncht oder empfindliche Lippen. Soll vegan sein und frei von Farbstoffen und Duftstoffen. Von Santé habe ich außerdem einen neuen Concealer entdecken können. Der soll eine sehr hohe Deckkraft haben und auch den gibt es in ein paar Farben zu kaufen. Ah ja, diese neuen Hautpflegeprodukte von Santé sind ja so eine Sache. Da hatte ich euch schon ganz am Anfang, als ich euch die gezeigt habe, gesagt, dass ich die Werbeversprechung ein bisschen
irreführend auch vor allem finde. Da stand ja zum Beispiel mit Niacinamid-Effekt drauf, es war aber kein Niacinamid drin. Auch diese neuen Hautpflegeprodukte finde ich wieder ein bisschen problematisch, weil sie sehr voll sind mit deklarationspflichtigen Duftstoffen. Alkohol ist auch in einer sehr hohen Konzentration drin. Zusätzlich noch eine Parfümierung. Also zumindest ist das bei diesem hier so. Das ist ein Serum. Auch hier ist wieder so eine Konzentrationsangabe für 2 Inhaltsstoffe zu finden. Für 3 Inhaltsstoffe sogar, ja. 13,3% Bio, Aloe, Glycerin und Hyaluron sind da drin. Es ist ein Serum, was die Haut vor allem mit Feuchtigkeit versorgen soll. Und hier haben wir zum Beispiel noch ein Nachtserum, was die Haut so ein bisschen regeneriert. Und auch hier ist wieder eine Konzentration von 6,6% für Bio-Olive und Hyaluron angegeben. Das Öl in Serum ist ja eigentlich das Beste, würde ich sagen. Also das, hier steht es auch sogar nochmal drauf, kommt ohne Alkohol aus. Es ist nur mild parfümiert, es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin, aber es sind eben natürlich auch hauptsächlich Öle verarbeitet worden. 3,3% Bio, Rose und Squalane sind auch noch drin. Wie gesagt, es gibt einige neue Sets, einige, die immer wieder rauskommen, also jedes Jahr, und einige, die auch einfach neue Produkte haben, weshalb ich euch hier von Cher auch gerne dieses Set nochmal zeigen möchte. Alle Produkte aus diesem Set sollen nach Bratapfel duften und enthalten Babyapfel und Mandel. Das ist einmal ein Duschgel, eine Handcreme und eine Bodylotion. Aber auch ein Handcremeset finden wir, bestehend aus 3 Handcremes. Einmal mit Shea Butter und Kakao, einmal mit Babyapfel und Mandel und einmal mit Zimt und Mandarine. Doch das war es noch nicht mit Handcreme, auch im Standard Sortiment von Shea ist jetzt eine Repair-Handcreme erhältlich, die vor allem für besonders trockene und strapazierte Hände geeignet ist. Auch da ist jetzt Shea-Butter und Mandel enthalten. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, die Produkte von Tamtam sind wieder erhältlich, also es sind zumindest wieder einige aktuell reingekommen. Ihr seht einmal diesen Halter für einen Beauty-Schwamm, dann ein Lippenset bestehend aus Lipliner und Lippenstift, eine Lidschattenpalette bzw. Palette ist erhältlich mit 7 Farben. Es gibt ein loses Puder, was transparent ist, und ein loses Puder, was ein Banana Powder darstellt. Und auch der Beauty Schwamm an sich ist erhältlich. Tangle Teaser hat jetzt nochmal speziell für lockige und wellige Haare Produkte entwickelt. Einmal einen Kamm, um mehr Fülle und Volumen reinzubringen sozusagen. Und einmal einen doppelseitigen Kamm. Der eine ist genau der gleiche sozusagen wie der, den ich euch zuvor gezeigt habe. Der andere hat so flexiblere Borsten und soll durch sehr verfilzte Haare besser durchkommen. Von Teekanne können wir jetzt neu bei DM auch 2 Teesorten finden. Einmal die Variante griechische Aprikose mit Honignote, soll süßlich-fruchtig schmecken. Und die karibische Mango, die, wie der Name schon sagt, eher exotisch-fruchtig schmeckt. Von dem neuen Channeled Up Sortiment habe ich ja schon ein paar Produkte getestet. Die habt ihr ja auch vielleicht dann in meinem Testvideo schon gesehen. Ich trage übrigens diesen Multistick gerade wieder auf meinen Lippen und auch auf den Wangen. Den seht ihr hier als 4. in der ersten Reihe. Es gibt eben einige neue Lippenprodukte, einige neue Lippenstiftfarben von Lippenstiften, die schon länger im Sortiment sind. Lipliner sind überarbeitet und erweitert worden. Außerdem natürlich diese Cream to Powder Foundation, dann eine Perfektionierungscreme, Augenbrauenprodukte, Eyeliner, die außerdem ein Serum mit beinhalten, und auch Augenbrauen-Gels, die auch ein Serum mit drin haben. Neue Lidschattenpaletten, eine Augenbrauenpalette. Das Babysortiment von Weleda hat jetzt außerdem diesen Balsam dazu gewonnen. Das ist ein Balsam, der pflegen, schützen und auch nochmal so ein bisschen beruhigen soll. Er ist wohl parfümfrei. Die Reihe mit Shea Butter und Vanilleduft von Checkelmoon kennt ihr vielleicht schon. Da habe ich euch ja schon einige Produkte draus gezeigt. Und diese Handcreme ist ja auch noch ein bisschen später dazugekommen. So, und dann haben wir hier noch von Yuti eine Tuchmaske. Also es ist eine Serum-Tuchmaske sozusagen, beziehungsweise das Serum in der Tuchmaske, auf der Tuchmaske, enthält sowas wie Hyaluron und Vitamin B12, riecht nach Mango, Papaya, Ananas und Kokos und spendet langanhaltend Feuchtigkeit. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr, 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 sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.